Ganz kurz, Leute, bevor das Video beginnt, lasst bitte unbedingt ein Like da auf dem Video. Likes haben zwar nicht mehr so wirklich einen Einfluss auf den YouTube-Algorithmus, aber es ist natürlich trotzdem eine riesige Motivation für mich, weiter Videos zu machen. Und ganz viele Leute vergessen leider immer zu liken. Deshalb sage ich es jetzt hier nochmal, lasst ein Like da. Und außerdem, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und hier neu seid, dann unbedingt den Kanal abonnieren. Es ist nämlich nur ein kleiner Prozentteil von euch abonniert. Ihr seht hier, wie viel. Richtig krank, richtig schlimm und deswegen solltet ihr jetzt abonnieren und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute wollen wir mal wieder eine Folge von der Kit-Serie bringen. Wir haben hier heute das Bilder-Kit und damit kriegen wir einfach 2 Stacks Bruchsteine. Das Ganze machen wir auf dem Lifeboat Bedrock Server und ich muss sagen, also ich finde das Kit komplett sinnlos. Also Bruder, du findest jetzt so viele Blöcke in den Chests, lohnt sich anders nicht, dieses Kit zu nehmen. Es hat so gut wie keinen Vorteil jetzt. Also da sind die anderen Kits, die ich bisher hatte, besser. Also das Enchanter und Tank-Kit. Bevor ihr euch jetzt beschwert, Benzo, was ist das überhaupt für eine Serie? Ich habe die nie gesehen. Digga, ich habe die irgendwann vor einem Jahr angefangen, habe 2 Folgen gemacht und dann habe ich nie weitergemacht. Und das ist mir heute aufgefallen und ich dachte mir so, okay, eigentlich solltest du die Serie schon fertig machen. Wenn du nie irgendwelche von deinen Projekten fertig machst, mach mal wenigstens das Projekt fertig. Ich bin gespannt, ob wir die Runde gewinnen. Das ist jetzt irgendwie keine Challenge mit Blöcken, die Runde zu gewinnen, weil ich keinen Vorteil oder Nachteil so richtig dadurch habe. Also doch, Nachteil schon, die anderen können halt bessere Kits nehmen. Aber, ja, okay, okay. Ja, komm, wir bauen uns nach Usbekistan. Machen wir. Worauf du Bock hast, Bruder. Ja, gut, das war's dann auch mit ihm, würde ich sagen, an der Stelle. Der hatte anscheinend den Typen hier schon gekillt. Oh Gott, ich wäre da fast runtergefallen, Digga. What? Okay, da hinten ist einer. Ja, warum gibt es bis heute kein Optifine für Bedrock? Leute, wenn das jemand weiß, dann schreibt es mal bitte rein. Digga, warum gibt es kein Optifine für Bedrock? Außerdem schreibt mir rein bitte, wie ihr das Kit findet. Ihr könnt das selber zocken. Man muss sich hier Kits nicht freischalten, glaube ich. Also man hat die einfach so alle. Es sei denn, ich habe sie mir einfach alle freigeschaltet, ohne es mitzukriegen. Dann hat man sie wohl doch nicht einfach so. Aber ich glaube, man hat sie einfach so. Und selbst wenn nicht, dann sagt mir einfach, wie ihr es durch mein Video findet. Okay. Der war jetzt auch nicht besonders schwer zu kriegen. Ist hier hinter mir einer oder warum guckt der so? Okay. Ich dachte, hier ist vielleicht wer auf dem Dach. Der hat so aufs Dach geguckt. Aber hinter ihm ist einer. Digga, Bro, ich sehe dich auch. Achso, ich dachte, der sneakt, damit wir ihn nicht sehen. Da hinten. Okay. Ciao. So, und dann können wir jetzt noch gegen den... Ich glaube, das ist jetzt der letzte eventuell. Ah, sie haben übrigens jetzt mal bei Liveboat hier die Übersetzung gefixt. Letztes Video, vor einem Jahr circa, wo ich hier noch aufgenommen habe, stand da immer 3 Spieler haben das Spiel verlassen zum Beispiel. 8 Spieler haben das Spiel verlassen. Das ist gut. Es war aber die falsche Übersetzung. Das waren eigentlich, wie viele Spieler übrig sind. Guter Water MLG kam ein bisschen late. Deine Lava-Technik hat auch nicht funktioniert, Bruder. Du kannst mich nicht einfach so anzünden. Das habe ich nur selber geschafft in der Aufnahme davor. Hier eine kleine Einblendung. Hat's Knockback oder so. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen OP gewesen. Ah! Wo ist denn jetzt der letzte Typ? Ach, der ist in der Mitte. Mensch, in der Mitte. Ich glaube nicht, dass wir jetzt... Also... Okay, ja, wir bauen uns einfach zu der Insel darüber. Das macht irgendwie mehr Sinn. Ich will jetzt auch nicht... Also, das Ding ist, wenn ist halt ein bisschen risky, wenn ich mich halt darüber baue, weil der hat safe irgendwas, womit er mich runterkicken kann. Aber wir werden es mal schnell versuchen. Ich kann halt hier nicht sprinten, weil die Blöcke dann wegglitschen. Lifeboat halt, wisst ihr, Leute? So, okay, wir sind safe. Digga, dieser wunderschöne Delay, durch den ich Water Images nicht hinkriege, ist auch schön. Okay, komm her. Oh, wir haben nichts zum Werfen. Doch, wir haben was. Oh, das kam ein bisschen spät mit dem Werfen. Naja, egal. Er ist runter und damit haben wir die Runde gewonnen. Das war's mit dem Video, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Schreibt mir auch gerne rein, wie ihr das Kit findet. Ich persönlich, also von mir, ist es, also von 5 Sternen würde ich dem -1 geben. Dieses Kit ist komplett sinnlos, meiner Meinung nach. Aber schreibt mir eure Meinung rein. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.